Hallius Liha 2004. Heute gibt es mal ein Video zu den Futsal-Regeln, denn momentan ist ja noch die Hallensaison und in immer mehr Turnieren, Hallenrunden werden mit Futsal-Regeln gespielt, aber viele wissen diese Regeln gar nicht und deshalb erkläre ich die. Und ich fange direkt mal mit der ersten Regel an, und zwar wird nicht mit einem normalen Fußball gespielt, sondern mit einem Futsal. Der ist ein bisschen kleiner und schwerer, sprich der Ball springt nicht so hoch, wenn man ihn halt auf den Boden schmeißt, und auch generell lange Bälle sind damit nicht mehr so effektiv und auch nicht so einfach zu schlagen. Und es wird mit Seiten ausgespielt. Normalerweise kennt man es ja in der Halle, da hat man eine Bande, mit der kann man passen, so wurde bei mir zumindest früher auch trainiert. Aber bei Futsalregeln gibt es ein Seitenaus in der Halle, da sind ja auch überall Linien und so wird mit Seiten ausgespielt. Zweitens ist, dass die Futsaltore 2 Meter hoch und 3 Meter lang sind, sprich die sind etwas kleiner als diese normalen kleinen Fußballtore, die man kennt, das heißt nicht die großen Tore, die bei den Profis sind, sondern die, auf die man halt von 16er zu 16er spielt oder von Seitenlinie zu Seitenlinie. Also ungefähr so groß wie diese Handballtore, die ja die meisten in den Sporthallen haben. Ein Unterschied zu normalem Hallenfußball ist, dass an den Seitenauslinien jeweils ein Schiedsrichter läuft, das heißt auf der rechten Seitenauslinie und auf der linken. Da laufen 2 Schiedsrichter her, wie halt so Linienrichter, kennt man ja aus dem normalen Fußball. Aber das wird bei den meisten Turnieren, bei denen mit Futsalregeln gespielt wird, halt nicht gemacht, weil einfach ein Mangel an Schiedsrichtern ist. Wenn der Ball im Seitenaus war, wird bei Futsalturnieren der Ball nicht wieder eingerollt, sondern eingekickt, und die gegnerischen Spieler müssen immer 5 Meter Abstand halten, und wenn der Ball in der Nähe vom Tor ist, kann das wie eine Ecke sein, also damit ziemlich viel Schnelligkeit ins Spiel bringen. So, die nächste Regel hat was mit Fouls zu tun, und zwar gibt es ganz normal Fouls, und dafür gibt es halt einfach einen Freistoß, so einen direkten Freistoß, das ist ja bei normalen Hallenturnieren nicht so. Aber dann, wenn in einer Halbzeit mehr als 5-mal gefoult wird, also dann das 6., 7. und 8. Mal, gibt es Mannschaftsfouls. Und dafür gibt es dann einen direkten Freistoß von einer 10-Meter-Linie. Außer das Foul passiert im 6-Meter-Straf- oder 6-Meter-Raum. Dann gibt es einen direkten Freistoß von der Position, wo das Foul gemacht wurde. Die nächste Regel ist was bezüglich, was man aus anderen Sportarten kennt, wie zum Beispiel dem Super Bowl, also dem Football, und zwar Auszeit. Und jede Mannschaft hat pro Halbzeit eine Auszeit von einer Minute, welche aber nur sozusagen eingelöst werden kann bei einer Spielunterbrechung oder während die eigene Mannschaft im Ballbesitz ist. Die nächste Regel ist ziemlich wichtig für alle Torhüter, denn der Torwart darf den Ball in seiner eigenen Hälfte nur einmal berühren. Aber wenn der Torwart in der gegnerischen Hälfte ist, zum Beispiel jetzt bei einer Ecke oder so, kann er ihn so oft berühren, wie er will, und sozusagen wie ein 5. Feldspieler wirken. Wenn ein Spieler im Strafraum gefoult wird, gibt es auch dort einen Strafstoß. Dieser wird jedoch aus 6 Metern ausgeführt und nicht wie beim herkömmlichen Fußball aus 11 Metern. Eine weitere Regel, die noch was mit dem Einkicken zu tun hat, ist die 4-Sekunden-Regel. Und zwar hat man nur 4 Sekunden Zeit, um das Einkicken auszuführen. Und wenn man das in diesen 4 Sekunden nicht schafft, kriegt der Gegner den Ball. Das gilt auch für Ecken. Und der Schiedsrichter zeigt das halt immer an. So 1, 2, 3, 4 die Sekunden. Und das macht vielleicht für einen Zuschauer, der das nicht weiß, ein bisschen komisch aussehen, aber so ist das. Die Zeit für dieses Video wird knapp und damit kommen wir auch schon zur letzten Regel, und die hat was mit der Zeit zu tun. Denn bei jeder Spielunterbrechung, auch wenn der Ball kurz vorm Aus ist, wird die Zeit gestoppt, damit man halt möglichst viel reine Spielzeit hat. Und das war's in diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ciao.